Wie geht's? Drei Erbsen werden dich schon nicht vergiften, Wayne. Ach ja, aber ich werde das Risiko nicht eingehen. Oh, Wayne! Dir sind die Erbsen runtergefallen. Das tut mir sehr leid, Mom. Ich wollte die Erbsen nicht runterwerfen. Lasst uns Pizza bestellen! Ja, Pizza! Aber nicht für euch beide. Ihr werdet jetzt sofort ins Bett gehen, ohne Abendessen. Das ist alles deine Schuld! Hast du hier irgendwas zu essen? Nein. Ah. Gegrillte Plüschtiere wären doch was sehr Schönes. Wayne, lass sie gefälligst in Ruhe. Wayne ist da drin und will meine Tierchen grillen. Tiere? In unserem Haus? Was ist denn? Ich hab doch bloß gespielt. Das sind doch keine richtigen Tiere, Mom. Du hast sie durchbohrt. Und? Jetzt sehen sie cool aus. Piercing ist in. Ich gehe jetzt mit Marsha und Tandy zum Einkaufen. Euer Vater ist im Schuppen und repariert Waynes Tür. Und ich erwarte, dass ihr ruhig spielt und brav seid. Ist das klar? Wie findest du das? Also, meine Damen, erster Halt beim Supermarkt. Gutscheine zum Einlösen. Und es gibt Make-up zum halben Preis. Aber warum müssen wir die beiden hier mitnehmen? Au! Hey, Ricky! Ich wusste gar nicht, dass du hier arbeitest. Das ist auch so nicht ganz richtig. Aber ich darf mich hier nicht mit dir unterhalten. Wir haben keine Zeit, uns aufhalten zu lassen. Wir müssen unbedingt vor Tandy beim Make-up-Stand sein. Wenn ihr was kaputt macht, behauptet ihr, ihr werdet kriminell und lässt euch den Schaden abarbeiten. Das scheint ja ein sehr vernünftiger Mann zu sein. Lass die Clowns einfach da stehen, Dottie. Sie machen bloß Ärger. Ja, oder bring sie zu ihrem Dad oder sowas. Oh, sind Sie der Manager? Das tut mir ja entsetzlich leid. Das waren meine Jungs. Ich kann nichts dafür, sie streiten dauernd. Wer von euch beiden ist das gewesen? Das ist vorsätzliche Sachbeschädigung. Unterbrechen zahlt sich nicht aus. Soll ich die Polizei holen? Oder wollt ihr den Schaden abarbeiten? Er ist schuld. Er ist an allem schuld. Ich bin überhaupt nicht geschubst. Ich bin unschuldig. Raus aus dem Einkaufswagen und leert eure Taschen. Und jetzt zieht eure Uniformen an! Das ist Sklavenarbeit! Nein, Wayne. Das ist nur gerecht. Jedenfalls, was dich betrifft. Und es ist ausgesprochen ungerecht, was mich angeht. Was habe ich nur getan? Genau das Richtige. Du wirst doch keine Schuldgefühle haben, nur weil du endlich mal Zeit mit deinen Freundinnen verbringst. Komm schon, lassen wir uns manikühren. Ihr werdet als erstes Folgendes machen. Ihr bringt die beliebten Frühstücksflocken in Gang 9, damit sie schwerer zu finden sind. Und es wird nicht geredet. Aber... Hey, kein Aber! Wer redet, kriegt's mit mir zu tun. Habt ihr vielleicht noch irgendwas zu sagen?
deswegen hat er euch dran gekriegt. Also mich hat er wegen gar nichts dran gekriegt. Mein Bruder hat da vorne ein paar Gläser umgeworfen. Hab ich nicht. Du warst es. Und überhaupt, ich gehe jetzt nach Hause. Mit mir, Junge. Dir wird nicht gefallen, wie ich sie spiele. Ich werde mich wehren. Leg den Hummer weg, Junge. Und geh wieder an deine Arbeit. Sie können mich nicht zwingen zu arbeiten. Ich habe überhaupt nichts getan. Au, au, au. Du kannst deine Meinung für dich behalten, Tandy. Ich habe meine wenigstens nicht schimmelgrün lackieren lassen. Das ist Nebelgrün. Und Schmetterlinge sind viel zu jugendlich für deine Figur, Mascha. Ich dachte, wir sind hergekommen, um ein bisschen Ruhe vor Streitereien zu haben. Du hast recht. Es ist wirklich nicht Maschas Schuld, wenn sie einen schlechten Geschmack hat. Vielleicht liegt es an den Genen. Ihre Schwester hat einen Postboten geheiratet. Einen Elektriker! Das ist doch dasselbe. Ist Wayne abgehauen? Niemand kann hier abhauen. Der Manager kann nicht so mit uns umspringen. Wir haben Rechte. Wir müssen nur zusammenhalten und uns... Ich denke, hier drin wirst du dein Mütchen kühlen können. Aber ich bin doch Vegetarier. Wayne? Hey, dich kenne ich. Du bist in der zweiten Klasse mal von der Schule weggegangen und nie wiedergekommen. Ich dachte, du wärst weggezogen. Nein. Weißt du, ich habe bloß ein paar linke Hände. Das ist alles. Ich wette, du wünschst, du hättest auch Beine für High Heels, Marsha. Laufen muss man auch damit können, Tandy. Reißen Sie sich bitte zusammen, meine Damen. Sie sind hier in einem Schuhgeschäft und nicht in einem Boxring. Also viel besser laufen als ich kannst du auch nicht. Schon etwas abgekühlt, Nummer 6? Nein, ich bin unschuldig. Ich will nach Hause. Wayne ist an allem schuld, nicht ich. Sie haben nicht einen klitzekleinen Beweis, dass ich was getan habe. Oh, ich habe immer für alles Beweise. Das ganze Geschäft wird überall Kamera überwacht. Anhalten, anhalten! Ihr wisst ja nicht, was ihr riskiert. Au, au, au! Wie findet ihr das, Mädels? Mascha, lass das los! Ich hab's zuerst gesehen! Du wirst es nicht wagen! Könnt ihr beide nicht mal aufhören zu streiten und euch benehmen? Ihr seid schlimmer als meine Jungs. Meine Jungs! Also, ich kann immer noch nicht glauben, dass du das wirklich getan hast, Mom. Au! 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 Verbrechen lohnt sich nicht, Ma'am. Egal, wie sehr Ihnen Ihre Kinder auf die Nerven gehen. Hey, da bist du ja, Wayne. Los, komm mit, wir gehen nach Hause. Immer mit der Ruhe. Ich bin gleich bei den Süßigkeiten. Ah! Schatz, hast du Pizza für uns? Yep. Was denn? Oh, gar nichts. Chinesisches Hühnchen und Bambussprossen für mich, Peperoni und Zucker für Wayne, vegetarisch zum Vollstopfen. Wo ist Mom? Das ist doch absolut albern. Ich komme sowieso nicht an die Schokolade. Das Rad bewegt sich ja nicht. Hier geht es nicht um Schokolade, Mrs. Cramp. Es geht um Gerechtigkeit. Ich kann sie, wenn es sein muss, auch ohne Süßigkeiten zum Strampeln bringen.